Der André Ragettli, das ist der Typ, der so richtig crazy Tricks macht, von einem Hausdach oben runter in Schnee oder von einer Brücke ins Wasser oder so schnell auf den Ski. Und ich frage mich, was hat sie dem Typ im Kopf, was sie in meinem nicht hat, dass er sich solche Sachen getraut? Hallo miteinander, ich bin der André Ragettli und ich bin Frisky-Profi. Die Pony M, die kann einfach gefühlt alles. Sie ist Bloggerin, Comedian, Psychologin und Mami. Ich habe sie noch nie live gesehen, aber ich glaube, die Frau, die hat unglaublich viele Geschichten zu erzählen und darum freue ich mich, dass sie jetzt gerade Platz nimmt auf dem Coiffeurstuhl. Ich bin Joni Moreno und ich bin auch bekannt als Pony M und ich schreibe Texte im Internet und bin außerdem Stand-up-Comedian. Was möchtest du machen mit deinen Haaren? Sie sind mega lang. Ja, eben genau. Schon lange nicht mehr beim Coiffeur gewesen. Wann bist du das letzte Mal gewesen? Ich habe sie noch selber einmal, also haben wir sie geschnitten. Mhm. Also nur die kurzen, weil wir sie können haben, aber natürlich die oben nicht. Mhm. Ja, eigentlich genau gleich, wie es schon ein bisschen sind, so auf der Seite halt der Cut, also die ein bisschen kurz behalten. Mhm. Und oben auch nochmal, weil oben sind sie nochmal recht lang. Du musst ein bisschen einschätzen, was ich machen muss. Weil sie sind gestern noch trocken, sie sind sehr trocken. Mhm. Und ich habe ein kleines Kind und ich habe nicht mehr so viel Zeit, um die so zu pflegen. Das erste Mal, als ich die gemacht habe, habe ich von Justin Bieber mal die und die habe ich wirklich, muss ich sagen, die noch recht geil gefunden. Mhm. Findest du Justin Bieber gut? Oder findest du ihn einfach nur stylisch? Nein, ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich noch recht cool. Wie geht es dir in der Corona-Zeit? Hast du langsam gesehen? Jetzt kann ich halt nicht mehr Skifahren, zum Beispiel. Das ist natürlich schade, aber ich kann zum Beispiel ein bisschen mehr Videos machen. Ich habe mehr Zeit mit meiner Familie, um mal ein Spiel am Abend zu machen oder einfach halt zusammen etwas essen, was ich halt vorher wirklich sehr wenig Zeit hatte. Mhm. Wenn ich irgendwie dann im Migros die Leute gesehen habe, die die Abstandregeln nicht einhalten und zu älteren Herrschaften hergelaufen sind, ist man dann ab und zu. Und das finde ich auch noch schwierig. Wie findest du das? Ja. Und dann ist die Frage, wie findest du da den richtigen Ton? Mhm. Oder wie die Leute sind ja dann sehr schnell sehr betupft. Mir willst du ja nicht Polizei spielen? Nein, willst du auch nicht. Und dazu kommt, dass es mir auch mal passiert ist, einfach nicht absichtlich. Und ja. Du kannst ja nicht sagen, die machen das mit Absicht. Und wenn du dann so hingehst und sagst, Entschuldigung, aber können sie echt ein bisschen? Und zwar nicht können sie von mir weg, sondern können sie von der anderen Person weg, die ich eben auch nicht kenne. Mhm. Und das hat unterschiedliche. Die meisten haben gesagt, oh ja, sorry, ich war mir nicht bewusst. Mhm. Und dann kommt man mit diesen Leuten auch gerne mal ins Gespräch. Wie fühlen sich deine Eltern, wenn sie so einen Tanz von dir sehen? Ich glaube, meine Mutter, ich könnte einfach nicht anschauen. Nein, ich glaube eben, also meine Mama weiss, dass ich sehr durchdacht bin und dass ich nicht kopflos bin. Mhm. Und darum hat sie eigentlich auch keine Angst, weil sie weiss, dass ich nichts wirklich Dummes mache, wo sie wüsste, dass sie Angst haben müsste. Und eigentlich alles, was ich mache, habe ich, ja, wir sagen jetzt mal 90%, also 95% unter Kontrolle. Und 5% sind Risiko. Ja, aber das, ich meine, das hast du bei allen Sportarten, würde ich jetzt mal sagen. Ein gewisses Risiko hast du einfach. Gerade als Künstler wirst du wie neu gefordert, um dich neu zu erfinden. Und das ist, finde ich, generell eine gute Sache. Und ich habe natürlich ich habe den riesigen Vorteil, dass meine Community online ist. Mhm. Also ich muss nicht noch die Leute vom Theater auf meine Page holen. Ich muss mehr die Leute von meiner Page an ins Theater holen. Ich habe gesehen, gestern bist du baden. Ja, genau. Wie kalt war der See? Oh, ich weiß nicht. Also schon noch kalt. Was ist das für ein See gewesen? Das war der Lachsensee. Ja. Das mache ich eigentlich auch noch oft, so ein bisschen so in kaltes Wasser baden. Das ist schnell, finde ich lustig. Gut, gell? Ja, es tut gut. Und das ist auch eine witzige Challenge. Hast du noch andere Challenges, die du amigs machst oder jetzt in der Corona-Zeit gemacht hast für dich selber? Ja, eine war mal recht heftig. Du musst in 48 Stunden, jede 4 Stunden, 6,5 Kilometer rennen. Und das ist halt hure, ja, streng natürlich, weil du fast 100 Kilometer in 2 Tagen rennst. Und weil du halt so um 12 Uhr in der Nacht raus musst, 6 Kilometer, nachher bist du vielleicht eine halbe Stunde, 40 Minuten weg. Du gehst 3 Stunden schlafen und dann kannst du wieder rennen. Warum tut man sich das an? Weil eben genau so eine Challenge. Challenge? Ja. Ja, ist natürlich nicht so geil ab und zu, aber das ist eben genau auch so ein bisschen in dieser Zeit noch ein bisschen, keine Ahnung, so psychisch fordern. Du bist ja eine Psychologin. Hast du jetzt mehr Zeit gehabt, um das Verhalten zu analysieren, wie du siehst beim Spazieren oder so? Ja, ich glaube, Psychologen analysieren nicht so viel, wie alle Leute meinen. Nicht? Nein, also
studierst du bei jedem zweiten Menschen darüber, wie du ihm die Haare schneiden willst? Nein. Also das, ja. Und das ist auch so etwas, wo die Leute dann sagen, analysierst du mich jetzt? Und dann denkst du, ja klar, ich habe nichts Besseres zu tun als... Ach, ich kann analysieren. Ja, genau. Hey, André, du hast deine Challenge gemacht, oder? Du bist in 48 Stunden alle 4 Stunden gesäckelt. Ich habe eine Challenge für dich. Würdest du einen Backflip machen bei uns hier im Coiffeursalon? Ja, das geht schon. Gut. Du musst einfach ein bisschen auf die Seite. Okay. Und, ja. Hast du genug Platz? Ja, ja. Ich habe nur... Die Wand ist recht nah. Schon noch knapp. Aber ist gegangen. Nein, ich wäre schon. Dann dürfen wir jetzt schon Witz machen über Corona. Ich finde, dürfen kann man alles. Mhm. Ob man jetzt unbedingt schon muss. Das sie jedem selber überlassen. Ich habe recht lustige Witze gesehen darüber, wie die Quarantäne Menschen verändert. Also jetzt nicht darüber, dass Leute sterben oder dass es den Leuten nicht gut geht, mhm, oder dass es irgendwie Wirtschaftsprobleme gibt, sondern darüber, wie Menschen, wenn sie isoliert sind, anfangen komisch werden. Und dort habe ich mich da schon zum Teil total gesehen. Also. In was hast du gesehen? Ja, also es ist dann schon so ein bisschen, wenn du dann eben, bist du so gewöhnt, dass der Mann jeden Tag arbeiten geht. Und wenn du dann jeden Tag siehst, ist es eigentlich je mega lässig. Und dann so nach 3 Tagen, Was meinst du von der Länge? Ich zeige es gerade mal noch schnell von hinten. Das ist super im Fall. Dann nachher auslassieren. Ich bin zufrieden. Doch. Ich habe jetzt dann Übergang gemacht. Dass du einen schönen Hinterkopf bekommst, auch wenn du dann so alle hinteren nimmst. Nein, finde ich super im Fall. Schwer. Ja, ist super. Ja, perfekt. Sehr schön, du! Ist das gut? Tipptopp ist das! Wunderbar, danke vielmals. Ja, ich danke dir, dass du mir vertraut hast, angekämpft, ja, weißt, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, weißt du, wenn es etwas gratis gibt. Vor allem mit der Corona-Zeit. Genau. Die Frisur ist super gekommen. Besser als wenn meine Mami hat schneiden vor ein paar Wochen, weil wir keine Chance haben, zum Coiffeur zu gehen. Aber ich hoffe, ich muss nicht bei jedem Coiffeur immer nachher noch einen Backflip machen am Schluss. Aber sonst war es super gewesen. Ich habe mich sehr, sehr auf das gefreut nach dieser ganzen langen Zeit. Und jetzt hoffe ich, dass wir dann gleich mal Gelegenheit bekommen, auch im echten Leben unseren Freunden die wunderschönen neuen Frisuren zu zeigen, die wir uns jetzt machen lassen.